Moin moin, liebe Freunde der Rauten Perle. Ich habe mir gerade mal den Scholle geschnappt und wir reden heute ein bisschen über das vergangene Trainingslager. Da hat sich ja einiges ereignet. Ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben und ja, Scholle, ich freue mich auf deine kompetenten Beiträge. Das hast du jetzt noch. Okay, fangen wir direkt mal an und zwar mit der Vorbereitung in Glücksburg. Wir greifen also noch mal ein bisschen vorweg. Glücksburg ist ja nicht so gelaufen, wie sich das viele vorgestellt haben. Da gab es ja ein paar Probleme mit dem Rasen. Du warst vor Ort, hast dir alles angeschaut, hast ja auch für die Rautenperle berichtet. Was war so grundsätzlich dein Eindruck? Hat das Ganze dem HSV geschadet? Also in der Berichterstattung danach, muss man ganz ehrlich sagen, kam das Ganze zwar einmal größer, aber danach auch nicht mehr weiter auf. Also das heißt, es hat sich relativ schnell alles zerschlagen. Also diese Welle der Belustigung, die ja gerne mal beim HSV in den Jahren davor war, die schlug da nicht so an. Also es war nicht ganz so dramatisch. Dennoch war es natürlich inhaltlich für den HSV, auch für den HSV selbst war es natürlich schlecht, weil man natürlich mit einem Trainingslager gerechnet hatte, dass man dann am Ende nicht ausführen konnte. Der Rasen war wirklich nicht gut, das muss man dazu sagen. Jetzt ist halt nur die Frage, hätte man das auch aus eigenen Mitteln verhindern können? Also hätte man vorher da sein können, hätte man mal selber sich darüber vergewissern können, ob das gut ist oder nicht. Hat man verpasst, am Ende hat man dann aber gesagt, pass mal auf, das kleinere Übel ist halt nach Hause zu fahren und auf guten Trainingsbedingungen dann zu trainieren. Das hat man gemacht und ich glaube, das hat am Ende dann auch das war eine positive, die richtige Entscheidung. Das glaube ich. Du hast ja auch immer einen guten Draht zu den einzelnen Spielern. Hast du da vielleicht was rausgehört, wie die mit der Situation umgegangen sind? Beim Glücksburg-Trainingslager eigentlich weniger. Da wussten sie alle genau, dass es halt keine guten Bedingungen waren. Die waren ja auch mit auf dem Platz noch, haben es ausprobiert und der Mannschaftsrat selbst wurde mit einbezogen in die Entscheidung. Also insofern war es auch eine Entscheidung der Mannschaft, da nicht weiter zu trainieren. Obwohl das Ambiente ansonsten bis auf den Trainingsplatz wirklich schön war. Man hatte die See direkt vorm Hotel. Also man hatte da wirklich alle Möglichkeiten, ein wirklich gutes, gelungenes Trainingslager zu machen, zumal das Wetter in der Woche auch sehr gut war. Ja. Wir haben ja auch die Fotos gesehen, die du vor Ort gemacht hast. Es gab ja auch die Bilder von der Mannschaft, wie sie in die See gegangen ist. Da hätten sicherlich noch ein paar schöne Momente entstehen können, auch so für das Mannschaftsklima. Aber das konnte man ja dann nachholen in Österreich, in Bad Erlach, wozu wir jetzt kommen wollen. Da sticht natürlich erstmal heraus die Testspiele, ja, die alle positiv verlaufen sind. Aber bevor wir dazu kommen, Scholle, wie ist denn so deine generelle Einordnung des Trainingslagers in Bad Erlach? Das war eine rundum gelungene Angelegenheit, muss man ganz ehrlich sagen. Beste Bedingungen, bestes Wetter. Man hat zwischendurch mal ganz kurz ein bisschen Regen gehabt, was dem Trainer aber ganz entgegenkam, weil er gerne nassen Rasen für seine Trainingseinheiten hat. Also insofern hat die Natur das da einmal übernommen. Ansonsten waren es die Rasenspringer, die immer wieder angemacht wurden. Das Trainingslager war wirklich sehr gut, das muss man sagen. Man hat sehr intensiv, man hat sehr gut arbeiten können. Man hat die Trainingseinheiten sehr lang gestaltet. Man hat halt wirklich versucht, das komprimiert in eine Einheit zu legen, was andere vielleicht in zwei oder drei Einheiten legen. Man hatte auch Zeit genug drumherum. Man hatte also Möglichkeiten, Gespräche zu führen. Der Trainer, der Sportchef oder der Vorstand Sport hat es ja gemacht, dann am Ende auch mit Fidab noch ein längeres Gespräch gehabt und dergleichen. Also insofern war das eine wirklich rundum gelungene Angelegenheit, inklusive der Testspiele, zu denen du jetzt ja wahrscheinlich auch gleich kommen wirst. Da greife ich dir einfach mal vor mit der Frage. Ich tippe mal, du wirst fragen, wie ich sie einordne, die Spiele. Es waren beides wirklich unterschiedliche Spiele, zumal auch das erste Spiel gegen ZSKA Moskau in der ersten Halbzeit recht schleppend war. Da hatte man Probleme, sich reinzufinden. Man hat auch mit der Spieleröffnung, die halt im Trainingslager wirklich ein sehr zentrales Thema war, hatte man Probleme am Anfang. Man war im Mittelfeld nicht so präsent, wie man sein wollte. Man hatte vorne keine Anspielposition. Das wurde in der zweiten Halbzeit mit der Einwechslung, insbesondere jetzt im Zentrum mit Matti Steinmann und auch Vasili Janicic, der sich im Trainingslager wirklich ein Stück nach vorne arbeiten konnte, wieder nach diesen schlechten Schlagzeilen, die er am Anfang gemacht hatte. Aber man hat dann in der zweiten Halbzeit ein sehr vernünftiges Spiel gemacht. Man hat sehr konzentriert das umgesetzt, was man im Training gezeigt hatte. Hat dann am Ende auch gewonnen. Hätte auch ein Unentschieden sein können. Das wäre vielleicht sogar noch ein Ticken verdienter gewesen. Aber es war nicht unverdient, das kann man auch sagen. Gleiches gilt natürlich für Rapid Wien für das Spiel, wo allerdings, fand ich zumindest, auch beide Halbzeiten schon deutlich besser waren. Man hat hinten raus noch ein bisschen gewackelt. Man hat sich manchmal ein bisschen schwer gemacht durch Fehler, die man hinten produziert hat. Auch der Torwart Pollersbeck war am Fuß mit dem Fuß nicht ganz so sicher, wie es vielleicht an Tom Mickel davor war. Allerdings muss man dazu sagen, war Pollersbeck auch in der Trainingswoche 3 Tage angeschlagen, ausgefallen. Insofern hat er da vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf gehabt. Und so wie er es in der letzten Saison gespielt hat, das war ja schon ganz in Ordnung. Insofern, da glaube ich, muss man sich keine großen Sorgen machen mit Pollersbeck. Insofern ist man diesen Schritt, glaube ich, den der Trainer weiterkommen wollte, den ist man in Österreich weitergekommen. Also im Ergebnis positiv. Und so würde ich das Trainingslager dann auch im Ganzen bewerten.
Ja, das ist ja eine sehr erfreuliche Nachricht. Du hast das Torwartspiel angesprochen und Tom Mickel hatte ja auch vor Ort verraten, dass sich da ein bisschen was geändert hat. Er wird mehr in den Aufbau mit einbezogen. Wie würdest du sagen, konnte der HSV diese neue Art des Aufbauspiels umsetzen und werden wir jetzt in der kommenden zweiten Liga eine andere Art des Aufbauspiels sehen? Also eine andere Art im Sinne von generell anders gegenüber anderen Mannschaften schon, aber das weitergeführt, was man im am Ende der letzten Saison schon in Hamburg gezeigt hat. Also man wird da nicht das eigene Spiel nicht großartig verändern. Man baut auf den Torhüter als ersten Anspielpunkt hinten, also als eine Art Libero mit Torwartfunktion. Man schiebt die Innenverteidiger dann schnell nach außen im Aufbauspiel nach vorne, also mit dem Ball. Gegen den Ball ist es klar, da verschiebt sich alles wieder nach hinten, da ist es dann alles wieder normal, Viererkette und Torwart dahinter. Aber man hat im Trainingslager gesehen, also von Tag zu Tag auch, dass es da wirklich Fortschritte gab, auch mit den Spielern, die jetzt ja noch dabei waren. Es sind ja nicht alles die Spieler, die am Ende auch in der ersten Elf stehen werden. Zumindest geht man davon nicht aus. Gotu Gusakai fehlt noch, der wird noch dazukommen. Also alleine da ist schon mal eine Stammposition weg. Douglas Santos ist einige Tage ausgefallen. Aaron Hunt hat gar nicht mit trainiert im Trainingslager. Also da kommen noch ein paar Spieler dazu, die auch eine hohe Ballsicherheit an sich garantieren, die das ganze Spiel dann auch nochmal entscheidend mit nach vorne bringen können. Insofern, ich gehe davon aus, dass das am Ende eine sehr eingespielte Nummer sein wird. Und es wird sehr, sehr interessant sein zu sehen, wie das dann aufgelegt auf die zweite Liga, auf die Gegner in der zweiten Bundesliga, wie das da funktioniert, weil die Gegner stehen halt tiefer, werden sie machen gegen den HSV, weil der HSV in fast jedem Spiel wird er Favorit sein. Insofern muss man sich da was einfallen lassen. Und ich glaube aber, dass es das richtige Mittel ist, weil man halt einfach auch mal was anderes macht und den Gegner damit ein bisschen durcheinander bringt. Egal, wie sehr sie sich darauf vorbereiten, es ist was Neues. Ja, Trainer Christian Titz hat ja auch schon mehrmals angesprochen, in der zweiten Liga wird man der Gejagte sein. Das wird eine ganz neue Situation. Der HSV hat ja nun auch ein paar neue Spieler hinzugewonnen, die auch schon in Bad Erlach mit der Mannschaft trainiert haben. Wie ist dein Eindruck? Konnten sich die neuen Spieler gut in die Mannschaft integrieren? Welche Leistung haben sie gezeigt? Wie würdest du das beurteilen? Also integrieren konnten sich, glaube ich, alle sehr gut, weil die Hierarchie ist etwas flacher geworden. Das heißt, man hat nicht mehr diese Ausreißer nach oben, diese Superstars in Anführungsstrichen oder Spieler, die sich für solche halten und halt dementsprechend abgehoben auf andere auch wirken, auf Mitspieler. Man hat eine Angeglichenheit im Kader, die sehr positiv ist, glaube ich, fürs Ganze, weil man halt mit allem muss man etwas runtergehen. Man muss einfach sagen, man ist halt nicht mehr erste Bundesliga, man ist nicht mehr der Superstar, man ist jetzt zweite Bundesliga, man ist erstmal wieder in der Situation, gemeinsam etwas leisten zu müssen, um Ansprüche entwickeln zu dürfen. Und das hat diese Mannschaft, glaube ich, verinnerlicht. Also das erkennt man zumindest. Die neuen Spieler sind da auch problemlos reingerutscht. Also ob ich jetzt einen David Bates nehme, der sowieso vom Typus her einfach ich würde mal sagen, für jede Mannschaft eine Bereicherung ist, weil der halt wirklich ein ganz, ganz ehrlicher Arbeiter ist, der einfach Bock drauf hat, da mitzumachen. Der haut sich rein, der weiß doch ganz genau, dass er noch Defizite hat mit dem Ball. Das hat er definitiv auch im Trainingslager nochmal zu spüren bekommen in Einheiten und hat sich da aber auch schon verbessert. Also er hat auch gegen Rapid Wien hat er eine sehr ordentliche Leistung gezeigt, hat auch gezeigt, dass man auch mit ihm dieses Spiel hinten rausspielen kann. Es ist ein höheres Risiko als mit dem einen oder anderen, aber es ist zumindest besser geworden und wer weiß, was in den nächsten Wochen noch passiert, inwieweit er sich da noch verbessern kann. Ansonsten, der Manuel Winsheimer hat im Trainingslager positiv überraschen können. Vorne in der Sturmspitze war sehr agil, sehr aktiv, viel gelaufen. Gut, er hat noch nicht getroffen, das wird dann vielleicht auch noch kommen, wie gesagt, er hat zumindest schon mal gute Ansätze gezeigt und hat sich wohl auch so ansonsten sehr gut integriert. Christoph Moritz ist sowieso ein erfahrenerer Spieler, der sollte da eigentlich auch keine großen Probleme haben, hatte gegen ZSK Moskau meines Erachtens schon arge Probleme sogar, das war kein gutes Spiel von ihm, hat dann aber gegen Rapid Wien in der zweiten Halbzeit eine sehr ansprechende Leistung gezeigt, weil er wahrscheinlich auch merkt, dass der Druck groß wird, denn im Zentrum, ich hatte es eben schon mal gesagt, hat Matti Steinmann wirklich eine herausragende Rolle bislang gespielt, auch wenn er laut Trainermeinung etwas müde war gegen Rapid, wenn er müde so spielt, dann würde es mir reichen, wenn er 34 Spiele relativ müde ins Spiel geht. Also es war schon ganz ordentlich. Ansonsten muss man ganz ehrlich sagen, ist es von der Stimmung her, ist es top. Also die Mannschaft hat wirklich viel Spaß miteinander, das merkst du. Die Hierarchie ist halt flacher, das macht auch das Ganze etwas sympathischer für jeden Einzelnen. Jeder Einzelne fühlt sich mehr in der Verantwortung, übernimmt auch mehr Verantwortung. Der Trainer fordert das allerdings auch. Er sagt, er möchte mehr Eigeninitiative bei den Spielern wecken und das, glaube ich, hat funktioniert. Also das ist auf jeden Fall ist man da auf einem sehr guten Weg. Mit Aaron Hunt haben wir jetzt einen neuen Kapitän. Du hast angesprochen, die Hierarchien sind flacher.
einige User bei uns auf der Rautenperle haben darüber diskutiert, ob es nicht wesentlich besser wäre, eine starrere Hierarchie zu haben, und haben sich gefragt, ob Aaron Hunt der Richtige ist, um gerade den jungen Spielern, um auch gerade den Neuzugängen diese Situation zweite Liga beizubringen und sie dann auch in die richtigen Bahnen zu lenken. Was sagst du dazu? Also beides hat Vorteile. Also wenn man eine starre Hierarchie hat, die funktioniert, also die wirklich dann auch von der Mannschaft so angenommen wird, ist das auch eine sehr positive Geschichte. Beim HSV war es aber genau das in den letzten Jahren eigentlich immer nicht. Man hatte eigentlich da einmal Probleme. Letztes Jahr hat man auf Typen gesetzt, hat versucht, die Hierarchie flach zu machen. Da gab es dann irgendwie gar keine, es hat sich keine herauskristallisiert. Dieses Jahr ist das ein bisschen anders. Man hat jetzt natürlich durch die ganz jungen Spieler, die von unten nach aus der U21 hochgezogen wurden oder auch von außen dazu geholt wurden, wie Manuel Winsheimer zum Beispiel, man hat da natürlich dann einfach auch ein Altersgefälle da drin, zwischen den Erfahrenen wie Aaron Hunt jetzt oder auch Sakai und selbst Christoph Moritz und Louis Holtby sind ja da schon in der Ecke weiter. Aber das sind alles Typen, also ob es jetzt ein Holtby, ein Moritz oder auch ein Aaron Hunt ist, die mit den jungen Spielern überhaupt gar keine Probleme haben. Also es sind keine Stars mit irgendwelchen Allüren, die denen das Gefühl geben, ihr dürft nicht mit mir reden, sondern im Gegenteil, sie gehen auf die Leute zu. Und das ist ein großer Vorteil. Aaron Hunt wurde von der Mannschaft auch gewählt. Also ich meine, das zeigt schon, dass die Mannschaft sich auch von ihm eine ganze Menge verspricht. Also insofern, ich glaube schon, dass es eine geschlossenere Gemeinschaft wird dieses Jahr. Und das gepaart wiederum mit einer Spielidee, die inzwischen bei der Mannschaft angekommen zu sein scheint. Und das ist am Ende das Entscheidende. Wie nimmt die Mannschaft die Spielidee vom Trainer an? Wie funktioniert das? Wie wird es umgesetzt auf dem Platz? Wenn das am Ende dann auch noch zu den Erfolgen führt, die ich glaube, die's erreichen kann, dann ist das wirklich eine runde Sache bislang. Gehen wir mal weiter, ein bisschen weg von der Mannschaft, Richtung Fans. Wie würdest du die Situation beurteilen, die den Fansupport angehen? Also der HSV hat ja häufig trainiert, viele Fans waren da. Wie sah das im Trainingslager aus? Was kannst du uns da berichten? Also beim Trainingslager waren es weniger Fans als in den letzten Jahren, das muss man dazu sagen. Es war nicht weniger Support, weil die da waren, haben den HSV genauso supportet wie in den Jahren zuvor auch. Von der Masse her weniger, muss man dazu sagen, auch deshalb, weil der HSV selbst diesmal keine HSV-Reise angeboten hat. Man hat früher immer so ein Komplettpaket gemacht, das hat man als Fan einfach gebucht und schwupp war man da dran an der Mannschaft. Das gab es dieses Jahr nicht. Insofern war das trotz allem auch sehr in Ordnung. Der Fanabend war eine richtig schicke Sache, muss ich sagen. Also zumal der HSV sich auch wirklich mal Gedanken gemacht hat und den Fans mal einen ausgegeben hat. Was auch sehr gut ankam, was an sich eine kleine Geste ist, aber was eine große Wirkung haben kann. Und in dem Fall war das so. Doch der Support war sehr gut und ist auch sehr gut. Man sieht es ja auch in den letzten Spielen, wo es gegen den Abstieg ging, da war es natürlich dann schon mal exorbitant. Auch das letzte Spiel dann mit den Störenfrieden, die dann weg auch aus dem Stadion geputt wurden, also die schnell isoliert wurden. Man hat das Gefühl, dass man so eine gewisse Euphorie aus diesem Abstieg mit rüber rettet. Und bislang, muss man ganz ehrlich sagen, konnte man die auch bestätigen. Also ich meine, das Stadion ist gegen Holstein Kiel nahezu ausverkauft, noch nicht ganz, aber ist fast ausverkauft. Das wird voll, das gab es in den letzten Jahren selten, dass das HSV das erste HSV-Spiel ausverkauft war, auch in der ersten Liga nicht. Insofern, man hat noch diesen Euphorie-Faktor, man muss ihn allerdings, und das ist die große Bürde, das weiß auch der Trainer, man muss diese Euphorie jetzt auch mit sportlicher Leistung bestätigen. Und das geht nur mit Siegen in der zweiten Bundesliga. Das würde ich so unterschreiben. Wobei die Fans an sich, ich glaube nicht, dass der Fansupport deutlich runtergehen wird. Also es wird einen Zuschauerschnitt geben weit unter 57.000. Das wäre auch alles andere ist unrealistisch. Aber trotzdem, der Fansupport an sich, der ist in Hamburg, der war immer erstklassig und der ist auch noch erstklassig. Also insofern, da muss man sich, glaube ich, am allerwenigsten Sorgen machen. Die sportlichen Ergebnisse werden es letztendlich sein. Der Trainerstab muss der Mannschaft das Richtige mitgeben. Jetzt haben wir mit André Kilian und Mike Goebbels ja zwei Neuzugänge im Trainerstab, die ja auch erst beide relativ kurzfristig dabei sind. Wie würdest du die Arbeit der beiden beurteilen? Hatten sie schon Impact? Konnten sie schon etwas bewirken? Auf jeden Fall können sie was bewirken. Also fangen wir mal mit Mike Goebbels an, der ja als Typ schon ein Abenteuer ist, wenn man sich mal anhört, was er so alles macht.
der sehr interessante Geschichten über sich erzählen kann, aber auch aus diesen Erfahrungen, die er da gesammelt hat, ob es jetzt der Kilimandscharo war, den er bestiegen hat, oder seine ganzen Ausbildungen, die er hinter sich gebracht hat. Das ist ein Typ, der hat was drauf, das muss man sagen. Der kann den Jungs was mitgeben. Der ist jetzt nicht derjenige, behaupte ich einfach mal, der die fußballerischen, taktischen Dinge als Anweisungen gibt, sondern er ist schon eher der Typ, der auf die Spieler einwirkt, der darauf achtet, ob jetzt ein Spieler irgendwie das Gefühl vermittelt, abzufallen oder irgendwie aus irgendwelchen anderen Gründen Probleme zu haben. Dann ist er dann da. Der André Kilian wiederum ist genau, nicht das Gegenteil, aber er ist schon quasi der zweite Titz, in Anführungsstrichen, also der kleine Titz, der halt das macht, was der Trainer umsetzen möchte und da auch auf die Feinheiten achtet. Er ist einer, der mit dem Spiel, also das Spiel mit dem Ball, das ist halt das, was er beim Training immer wieder forciert, wo er dann genau darauf achtet, dass die Pässe genau gespielt werden. Und wie gesagt, das ist nur eine Kleinigkeit, aber dieses da genau darauf achten, dass ein Pass auch wirklich sauber gespielt wird, das wurde in den letzten Jahren oftmals auch nicht gemacht. Wir hatten es hier mal mit dem Hermanns von der jetzt bei Bayern München war zuletzt. Der hat das wirklich gemacht bis zum Erbrechen. Der hat die Leute gesagt, pass mal auf, solange du keinen sauberen Pass spielst hier, machen wir die Übung weiter. So, und das die Profis denken immer, der will einen veralbern. Einen Pass spielen kann auch jeder. Aber es ist tatsächlich diese kleine Feinheit, diesen genauen Pass, den ersten Kontakt, die Ballmitnahme. Und das ist halt etwas, was da auch der André Kilian sehr genau beobachtet. Insofern glaube ich, dass er das Training von Christian Titz am Ende doch stark bereichern wird. Sehr interessant. Wenn du all das, worüber wir jetzt gesprochen haben, mal zusammenfasst und ein generelles Fazit ziehst über die Trainingseinheiten über Bad Erlach, würdest du sagen, der HSV ist sehr gut vorbereitet auf die zweite Liga? Und was ist so ein bisschen dein erster Ausblick? Was können wir erwarten vom HSV? Also wir können erwarten, dass das HSV nach den 3 Tagen Pause jetzt genau da weitermacht, wo er aufgehört hat. Das heißt, dass man wirklich an diesen Automatismen arbeitet, die man hat sich immer wieder erzählt. Automatismus ist hier ein Wort, das hat eigentlich schon Verbot im Sprachgebrauch, weil es nie durchgesetzt wurde. Aber hier ist es tatsächlich so, es wird wirklich bis ins Kleinste immer wieder trainiert, bis es wirklich sitzt. So. Und das ist eine Sache, die ich glaube, die sehr gut funktionieren kann, die auch funktionieren muss, weil die zweite Liga ist halt etwas, was wir alle noch nicht abschätzen können. Wir wissen nicht, wie dieses Spielsystem auf die zweite Liga draufgesetzt, wie das funktionieren wird, wie der HSV generell auf die Spielweise in der zweiten Liga reagieren wird. Es werden viele Spiele, die nicht schön anzusehen sein werden. Wie reagieren dann die Fans? Ist das dann, gibt es dann Pfiffe, weil es nicht schön ist? Oder hat man die Geduld, einfach mitzugehen und zu sagen, egal, wenn wir am Ende nur 1-0 gewinnen, Hauptsache wir gewinnen irgendwie. Es sind viele spannende Sachen dabei. Ich kann nur sagen, aus sportlicher Sicht, so die Entwicklung bislang, die jetzt auch das Trainingslager in Österreich dann nochmal verdeutlicht hat, die ist positiv. Sie ist noch nicht so, dass ich sagen würde, man ist mit allem fertig, man ist zufrieden, man kann so starten. Aber da wird auch personell halt noch eine ganze Menge passieren, jetzt in den nächsten Tagen, zumindest ist davon auszugehen. Also da wird sich noch ein bisschen was verändern. Aber man hat sich zumindest den Umständen entsprechend, hat man sich nahe dem Optimum jetzt vorbereitet. Das kann man schon sagen. Trotz auch der Ausfälle, die dabei waren mit jetzt Aaron Hunt, der lange weg war oder noch ist, ja, der kommt erst diese Woche wieder. Also man ist schon sehr gut dabei. Man ist an einem Punkt, der wirklich sehr positiv ist. Die beiden Trainingslager, Glücksburg ist natürlich genau das Gegenteil von Österreich. Aber in Österreich, das war schon einfach sehr gut. Das war top. Na, dann war es zumindest die richtige Reihenfolge der Trainingslager, damit man dann mit einer positiven Stimmung in die zweite Liga starten kann. Hoffen wir, dass der HSV das ummünzen kann, dass der Saisonstart gelingt und dass dann mit einer Welle von positiven Empfindungen und Erfolg die Euphorie kommt. Genau. Ja, Scholle, vielen Dank für dein Fazit. Vielen Dank, dass du für uns vor Ort warst und uns täglich so viele Impressionen und Einordnungen geliefert hast. Wir hoffen, dass wir für euch jetzt nochmal mit diesem kleinen Fazit eine Übersicht geliefert haben, dass ihr euch gut informiert fühlt, was in Bad Erlach passiert ist. Und ja, wünschen euch dann noch einen wunderschönen Abend. Wir hören, sehen, schreiben dann die Tage wieder miteinander. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.